Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Outriders. Schön, dass ihr am Start seid. Wir wollten die Folge damit beginnen, erstmal unser Inventar ein bisschen durchzuschauen. Hier ist der Phaserstrahl drauf, das brauchen wir nicht. Das blaue Zeug können wir auch erstmal alles zerlegen. So, Jacke wird's mal Zeit. Wir haben hier drauf die Lavageschosse und wir kriegen Schild. Die Effizienz des Lebensentzugs wird um 25% erhöht, ist schon ziemlich geil. Bringt die Rüstung, ja, ist auch okay, Hitzewelle nutzen wir nicht. Der Rest ist sowieso Müll, das kann weg. Jetzt müssen wir mal schauen, hier ist noch drauf, jedes Mal, wenn dein Leben unter 30% fällt, werden alle Gegner im Umkreis von 10 Metern von Frost betroffen. Hier ist Prügelei drauf. Ich würde fast sagen, wir rüsten die aus, machen uns hier aber dann wieder den Skill drauf. Ich denke, das ist schlau. Deswegen machen wir das einfach mal. So, Hose. Wir haben Lavageschosse. Für ein weiteres Magazin ist unbedingt wichtig. Hier ist nur Quatsch drauf und der Rest auch. Wenn halt beide Fähigkeiten nicht passen, dann ist halt doof, ne? Weil du kannst ja immer nur eine wechseln. Aschedetonation nutzen wir nicht. Obwohl, hatte ich die jetzt mittlerweile drauf? Ich hatte die mittlerweile drauf, glaube ich, ne? Ich sehe es jetzt gerade hier nicht. Fähigkeit verursacht zusätzlich 391 Schaden. Wenn du von Blutung betroffenen Gegner und Hitzewelle... Ah, irgendwie beides eigentlich Müll. Brandbombe. Überhitzung, Brandbombe. Wir machen das mal weg, lassen das aber noch ausgerüstet. Und hier haben wir verzerrtes Feuer, mehr Reichweite. Vorbild bringt uns gar nichts, wir spielen Solo. Hier hätten wir den Skill nochmal drauf, das wäre eigentlich okay. Ich glaube, wir haben es mittlerweile, ne? Ja, wir haben Aschedetonation drauf. Heißt, wir könnten das nehmen. Zerrendes Feuer. Ja, was haben wir hier? Ungezähmte Macht. Na gut. So, wir zerlegen den ganzen Spaß jetzt hier mal. Wir nehmen das. Da haben wir den Skill drauf mit der Aschedetonation. Das heißt, wir können uns dann hier noch einen anderen drauf nehmen. Das heißt, wir packen das erstmal mit drauf und ändern die beiden Sachen dann nochmal um. So, waffentechnisch gucken wir gleich. Ich würde jetzt erstmal kurz die Rüstung machen. Nicht, dass ich dann wieder vergesse, was wir machen wollten. Wo ist ein Zahedi? Standen gleich daneben. Hab ihn nicht gesehen. Entschuldigung. So, Ausrüstung verbessern. Und zwar haben wir gesagt, wir haben hier jetzt die Aschedetonation drauf. Wir hatten die ja jetzt doppelt, ne? Wo hat man sie denn noch? Nicht doof? Aschedetonation auf den Schuhen. Ich hab's schon wieder vergessen, ne? Hitzewelle. Ach nee, wir haben die ja runtergenommen. Und wollen uns hier jetzt noch was anderes drauf machen. Genau, jetzt haben wir's. So, was nehmen wir denn mal am dümmsten? Brandbombe nutzen wir nicht. Überhitzung auch nicht. Wir haben die Aschedetonation. Erhöht die Reichweite um 66%. Ist natürlich schon cool. Verzehrendes Feuer haben wir auch. Erhöht die Reichweite. Das finde ich nicht ganz so wild bei dem. Bei dem Skill. Erhöht den Schaden. Was gibt's hier unten noch? Das haben wir schon drauf. Und als drittes nutzen wir die Lavageschosse. Da gucken wir hier nochmal. Erhöht die Anomaliekraft, ist Quatsch. 15 Sekunden lang 50% mehr Waffenbonus, ist schon cool. Verringert die Rüstung. Ich glaube fast, wir nehmen das. Das hier, Entschuldigung. Die nehmen wir sehr oft und 15 Sekunden danach dann nochmal die Hälfte mehr an. Ja, definitiv. Drauf damit. Passt. Hier haben wir jetzt die Aschedetonation drauf. Man kann durch Gegner hindurchlaufen mit diesem Phantomsprint. Das probieren wir dann später mal aus. An sich wäre es nicht schlecht, weil ab und zu ist man schon mal eingekesselt. Da ist das keine schlechte Sache, wenn man durch die Gegner hindurchrollen kann. So, wir hatten jetzt hier die Pumpgun, die ich absolut beschissen finde. Wir haben hier ein Repetiergewehr, 10er Magazin. Ich würde das einfach mal draufhauen. Und jetzt können wir bei der Waffe nochmal gucken. Ich bin nicht so der Riesenfreund von den Maschinenpistolen. Weil die halt doch vom Rückstoß immer recht heftig sind. Wir haben hier noch eine doppelläufige, allerdings nur mit einem Skill drauf. Hier haben wir definitiv mehr Waffenstärke. Ja, ich glaube, Waffe lassen wir erstmal so. Können den Rest mal gleich wieder zerlegen. Das passt. So ein großer Unterschied war es nicht von der Stärke her. Und da finde ich die zwei Fähigkeiten doch besser, als wenn wir jetzt was Blaues wieder drauf werfen. Das war eine nette Geschichte, aber... Ich weiß immer noch nicht, warum Chana dich dermaßen hasst. Ja, was glaubst du denn? Ich habe mich nicht darum gerissen, in einem Drecksloch wie diesem Vater zu werden. Kaum ein Kind überlebt das hier. Aber
Ich lag falsch. Das Mädchen hat's geschafft. Vielleicht hast du ihr einen Gefallen getan. Wärst du nicht so ein Arsch gewesen, wäre sie nicht stark genug geworden, um zu überleben. Ja, sage das mal. Sie wird dich dafür lieben. Definitiv, das glaube ich auch. So, wir machen natürlich mit der Hauptstory weiter, weil die Nebenmission haben wir abgeschlossen. Ich glaube, in der letzten Folge was gesagt, was so leider nicht ganz stimmt. Und zwar ging es um die Jagdmission. Hat mir erzählt, was zwischen euch vorgefallen ist. Hat er dir erzählt, wie meine Mutter gestorben ist? Tut mir leid. Kein Kind sollte sowas mit ansehen. Es kommt noch viel besser. Ich habe es zweimal gesehen. Zuerst in einer Vision. Also habe ich Jakob gesucht und ihn angefleht, zurückzukommen. Denn in der Vision, in der sie starb, war er nicht dabei. Ich dachte, wenn er da ist, kommt es anders. Aber Jakob hat nicht mal zugehört. Wie immer. Du machst mich nervös. Ach komm, wir haben das doch schon so oft gemacht. Ich hab diesen Scheiß immer schon gehasst. Die Zeremonie ist unsere beste Chance. Weißt du was Besseres? Irgendwas ist mit der Zeremonie. Ja, Jenna, tut mir echt leid für dich. Verzeihung, aber da du verändert bist, kannst du der Zeremonie aufgrund wissenschaftlicher Komplexitäten nicht beiwohnen. Im Lager bist du natürlich willkommen. Ich habe die Vorbereitungen für deine Hütte persönlich beaufsichtigt. Dort kannst du dich ausruhen, etwas essen oder einen Schluck trinken. Sie ist bei der Treppe zum Zeremonienzelt. Ich glaube, hier sollen wir reingehen. Alles ein bisschen merkwürdig, aber wir machen mal Rast. Nicht viele schaffen es lebend hierher. Noch weniger wollen weiterziehen. Wonach suchst du denn eigentlich? Das geht dich nichts an. Du weißt nicht, was da draußen ist. Ich könnte dir einiges erzählen, könnte dich warnen, aber du würdest mir diese Dinge wohl nicht glauben. Was macht dich da so sicher? Was ich gesehen habe, das glaube ich nicht einmal selbst. Das war eine unglaubliche Zeremonie. So was habe ich noch nie erlebt. Das war Skurlocks kleine Zeremonie? Wie war's? Echt schräg. Ein paar blumige Reden über Bruderschaft und wir nahmen Steine aus dem Korb. Aber hey, es gab Musik und Gratisdrogen, also nicht übel. Wo ist Zahidi? Ist mit Skurlock weg, die haben wissenschaftlichen Bullshit gelabert. Er kommt schon wieder. Nein, wird er nicht. Euer Freund hat den schwarzen Stein. Was soll das bedeuten? Sie bringen ihn zur Einrichtung. Holt mich hier raus, ich geleite euch hin. Ich gar kein Problem für ihn. Er hätte Fahrraddieb werden müssen. Zahidi, oh. Bitte komm. Shit. Mal gucken, was hier passiert. Ich weiß es natürlich schon, weil ich hab's ja schon gespielt. Aber ich verrate hier nichts. Stellt Skurlock sein Gegengift her. Die wenigsten wissen, was drinnen passiert. Und woher weißt du's? Hab ihm damals damit geholfen, bis er einen Freund von mir gefangen nahm. Tja, mal gucken, was hier Schönes passiert. So, rettet Zahedi heißt die Quest. Dann könnt ihr euch schon mal vorstellen, dass er mit ihm nicht nur hier ist, um wissenschaftlichen Bullshit zu labern. Wie sieht denn das Ding eigentlich aus? Geiles Visier. Na, dann rennen wir doch lieber mal. Ich bin mal gespannt, wie das Scharfschützengewehr reinschießt. Ich hoffe doch sehr, dass es gut ist. Halt! Hallo, wie geht's? Ich möchte zu Dr. Zahidi, bitte.
Hier ist kein Durchgang. Und ich sag das nicht nochmal. Natürlich alles gar kein Problem für uns. So, wo ist denn die oben? Ist die noch oben? Irgendwie nicht? Hä? Generell ist hier nichts mehr los. Jetzt geht's los. So, schöne Sache. Wir müssen mal gucken. Es gibt bestimmt noch Fähigkeiten, also Mods für die Rüstungsteile. Wir haben ja schon einmal drauf, dass wir ein zweites Magazin bekommen an Lava geschossen. Und es gibt noch so Sachen, dass entweder kritische Treffer nicht zählen, also dass du keine Munition dadurch verbrauchst. Beziehungsweise beim Technomanten gibt es auch einen, dass wenn man mit seiner Fähigkeit, bei dem heißt das Pestkugeln, wenn man damit vergiftete Gegner tötet, was du automatisch machst, weil die Pestkugeln halt jeden Gegner vergiften, kriegst du 40% des Magazins wieder. Und so ist es schon fast machbar, komplett durchgängig mit diesen Geschossen rumzurennen. Das wäre natürlich der absolute Wahnsinn. Müssen mal gucken, wann wir hier was finden für den Pyromanten. Aber sowas wird es da auch definitiv geben. Und dann können wir hier fast jede Mission komplett mit den Lava-Geschossen durchspielen. Das ist dann natürlich nochmal was komplett anderes. So, ich würde gerne mal mein Scharfschützengewehr ausprobieren. Sehe allerdings niemanden. Ah, jetzt. 1493. Nein. Ach, dort ist er. Man sieht ihn schwer. Komm schon. Ah, der wackelt schon wieder ganz schön heftig. Ey. Ah, der trifft unten das Holz. Warum? Stehen in einem beschissenen Winkel da. Ach, das war das. Das ist natürlich cool. Und wir kommen auch weiter als mit der Rolle, würde ich behaupten. So, dann haben wir ihn doch noch bekommen. Ui. Hab's überhaupt nicht auf alles andere geachtet. Ja, Weltstufe 8 ist fast voll. Dann kommen wir gleich auf die 9. Stufe 20 haben wir erst erreicht. Wird noch ein bisschen dauern. Aber alle Nebenmissionen abgeschlossen. Ach so, ich hatte noch nicht zu Ende erzählt. Meine Info war ein bisschen falsch. Und zwar hatte ich ja gesagt, mit dieser Jagdmission, die wir letzte Folge oder vorletzte Folge gemacht haben, dass ich erst, also ich habe ja erst überlegt, ob ich sie überhaupt abschließe, weil man kann sie danach nicht nochmal spielen. Das ist so nicht ganz korrekt. Und zwar gibt es 10 Jagdmissionen, 10 Kopfgeldmissionen und 10 Historikermissionen. Man kann die alle abschließen und wenn man jetzt alle Jagdmissionen fertig hat, dann gibt man die ja immer bei dem Noah ab in der Bar in Trenchtown. Ui, ich muss mal ein bisschen weniger quatschen. Und wenn man alle 10 fertig hat, kann man zudem sagen, man möchte es nochmal machen und kriegt alle 10 Missionen wieder. Ich war halt nur erschrocken, weil ich hatte die eine aus Versehen mit meinem anderen Charakter abgeschlossen und wollte sie wiederholen und es ging halt nicht. Und darum dachte ich, Mist, die kann man wohl nur einmal spielen, aber nein, man muss halt erst alle 10 abschließen, die es gibt. Und dann kann man die Questreihe wiederholen, also alles halb so schlimm. Ich erinnere mich auf jeden Fall dran, dass es hier dann noch ziemlich heftig wird. Also wir haben es zu dritt gespielt, die Mission hier, und war zwar trotzdem in Ordnung. Wir haben alles beim ersten Mal geschafft. Aber leicht war es definitiv auch nicht. Ach, komm doch her. Zittert halt echt immer dolle. Ich treffe leider nicht. Jetzt haben wir's. Sehr gut, weil wir müssten auch auf definitiv gleich noch ein oder zwei Bosse kommen. Ich würde bloß nochmal gucken, aber hier war glaube ich keine Kiste mehr. Ja, jetzt kommt der Boss. Aber mit unseren Lava-Geschossen, das ist schon echt heftig. Was hatten wir jetzt für eine Fähigkeit drauf gemacht? Ich hab's schon wieder vergessen, verdammt. Irgendeine neue Fähigkeit hatten wir. Ach so, dass wir nach dem Lava-Geschosse enden, kriegen wir 50% mehr Waffenstärke. Müssen wir gleich mal beobachten. Ist die Frage, ob ich das hätte machen sollen mit den Lava-Geschossen. So, jetzt sind sie vorbei. Jetzt machen wir mit dem kritischen 146 und 92 mit einem normalen Schuss. Oh oh. Der hält ein bisschen mehr aus, der Gute hier.
Ich muss mal wieder ein bisschen Rückzug gehen. So. Wir brauchen Leben. Schieß. Unsere Fähigkeit ist auch gleich soweit. Das Gute ist, wenn man halt so viel kritisch trifft, dann sind die meistens so ein bisschen verwirrt, die Gegner, dass die taumeln. Jetzt haben wir wieder Lava-Geschosse. Aber der hält schon doch ein ganzes Stück mehr aus. Machen wir das hier. Aber es ist schön, dass die anderen weiter hinten bleiben. Drei Stück sind alles Scharfschützen, ne? Ne, keine Scharfschützen. Weltstufe 9 erreicht. Wir waren aber schnell tot jetzt. Okay, krass. Wo ist Skurlocks Labor? Such die Treppe zu Skurlocks Hütte. Dort hält er deinen Freund bestimmt gefangen. Ja, solo war es schon wieder ganz schön easy, ne? Zu zweit, ich hatte es ja schon mal erwähnt, ist es auch noch okay, aber sobald man eine Dreiergruppe ist, wenn die Gegner so viel stärker und man braucht so lange für eine Mission, das ist echt Wahnsinn. Da hätte ich das Vierfache an Zeit gebraucht wie jetzt, um die alle abzuschießen, weil die Endbosse halt dann auch einfach so verdammt viel aushalten. Ja, solo war es gerade echt easy. Aber wir sind auch ganz gut ausgerüstet soweit. Wir haben jetzt die ganzen Items noch nicht hochgestuft. Aber ich sag mal rein an Fähigkeiten, die drauf sind, haben wir eigentlich alles schon ganz gut angepasst. Ich meine, hier diesen Phantomsprung, das werden wir auch wieder rausnehmen, weil dann lieber irgendwas, was Leben oder was mehr Waffenstärke gibt. So oft brauchen wir das nun auch nicht. Gut, dann haben wir alles. Dann gehen wir hier hoch in die Hütte. Bam. Menschen. Das haben sie uns injiziert. Er brauchte Knochenmark, damit das Gegengift wirkte. All die, die dem Krieg entkommen waren, starben stattdessen hier. Jetzt bin ich dran. Glaubst du, das ist mir leicht gefallen, Doktor? Der Zufall bestimmt. Das muss sein. Außer bei dir. Du bist vor deiner eigenen Lotterie wohl sicher. Wie praktisch. Ich erzeuge das Gegengift. Ich halte uns am Leben. Wie viele genau hast du für dein kleines Utopia geopfert? Ich bin kein Monster. Ich trage die Bürde. Nur wenige Opfer, damit viele leben können. Oh. Oh. Was? Willst du bestimmen, wer lebt und wer stirbt? Ich versteck mich nicht hinter einem Korb. Töte ich einen Mann, weiß er, dass ich es war. Nimm so viel du tragen kannst. Du hättest ihn nicht töten müssen. Er war ein Gelehrter. Sind nicht mehr viele von uns übrig. Er war ein selbstgerechter Mörder. Und was bin ich dann? Hm? Sein Gegengift, Gott helfe mir, wir werden es nutzen. Ihr habt noch gar nichts gesehen. Oh, August. Gott. Ist das... Ein Ureinwohner Enox. Ich fand August da draußen, verirrt und allein. Ich wollte ihm eine Zuflucht geben, aber Skurlock sei ihm nur ein wildes Tier zum Experimentieren. Das... Das ändert alles. Bitte. Nicht mehr. Es spricht... Mach's gut, bitte. August, schon okay. Sie sind nicht wie die anderen. Sie sind Freunde. Freunde? Tiago. Okay, du bist frei.
Geh nach Hause. Sie haben Skylock! Alarmiert Kang! Bring Dr. Zahidi zu meinem Truck. Oh ja, ein Ureinwohner. Es ist eher so, dass wir Augusts Bewegung noch nicht wahrnehmen können. Wir müssen hier raus. Ich kenne einen Hinterausgang durch die Höhlen. Hol Zahidi da raus. Ich gehe durch die Vordertür und kümmere mich um Kangs Verstärkung. Ja, der Doktor ist tot. Er hat viele Leute geopfert für das Gegengift. Schwierige moralische Frage, ethische Entscheidung, was auch immer. Aber wir haben einen Ureinwohner gefunden, den coolen Orgust. Und der wird uns demnächst bestimmt noch öfter mal begleiten. Wir machen an der Stelle erstmal Schluss. Morgen 17 Uhr geht's weiter. Bis dahin. Macht's gut.